Das Interessanteste an dem Kurs ist eigentlich, dass sie in die Lage versetzt werden, zu reflektieren, wie sehen eigentlich Kunden diese Branche, diese Financial Services, Insurance Branchen heute. Und ich glaube, wenn Sie sich selber fragen, wenn jeder Student sich selber fragt, was er über diese Branche weiß, dann ist es häufig, sind es zwiespältige Dinge. Auf der einen Seite sind es Produkte, die angeboten werden, die ein normaler Konsument gar nicht verstehen kann. Also es ist etwas sehr Intransparentes, es ist etwas Intangibles, es ist etwas Komplexes. Das heißt, es werden Dinge verkauft, die der Kunde am Ende gar nicht versteht. Wie mache ich hier Marketing? Wie kann ich herausfinden, was Kunden wirklich wollen? Was ist der Customer Value? Was ist der Wert, den der Kunde erwartet in der Interaktion mit Financial Services Providern? Das ist nicht klar. Das können Sie auch über Marktforschung nicht einfach klassischer Art nicht herausfinden. Sondern Sie brauchen ganz andere Formen, auch an dieses Thema heranzugehen. Das macht es eigentlich sehr spannend, weil, ich sage immer, den Marketing zu Studenten, ein Produktkonzept und ein Produktmanagementkonzept zu entwickeln für Nestlé ist wahrscheinlich relativ einfach oder für BMW. Aber machen Sie das mal für einen Lebensversicherer. Das ist ein wirklicher Challenge. Also jemand, der wirklich eine Herausforderung sucht, denke, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Der zweite Punkt, der es interessant macht, die Branche insgesamt ist in einer großen Dynamik, in einer großen Bewegung. Wenn Sie an Fintech und Insurtechs denken heute, wir haben eine Menge von Herausforderern in den Märkten, die die klassischen Incumbents, die etablierten Dinosaurier, die häufig über 100 Jahre alt sind, ganz, ganz stark herausfordern und natürlich in Frage stellen, was sie als festgefügtes Geschäftsmodell vorfinden. Ja. Auch was die Strukturen angeht und so weiter. Das heißt, einerseits müssen sich diese Unternehmen Gedanken machen, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen, verändern. Denken Sie an im Bankenbereich an Zahlungssysteme, denken Sie an Blockchain, im Versicherungsbereich, denken Sie an digitalisierte Broker, denken Sie an On-Demand-Insurance, denken Sie an Peer-to-Peer-Konzepte. All das werden wir in dem Kurs besprechen. Mein Name ist Peter Maas. Ich bin Professor für Versicherungsmanagement und Service Management an der HSG seit vielen Jahren. Ich bin selber auch im Verwaltungsrat eines Startups. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Diese Erfahrung kann ich natürlich auch gerne mit einbringen. Ich finde, die Lehre an der HSG macht sehr viel Freude, weil man ständig eigentlich mit den neuesten Generationen, den jüngsten Generationen konfrontiert ist, mit den veränderten Mindsets, mit den veränderten Wahrnehmungen, die letztendlich ja der Treiber sind, eigentlich auch für Veränderungen in den Märkten, die wir beobachten und die wir auch wissenschaftlich untersuchen. Und von daher finde ich das eigentlich immer sehr spannend in der Auseinandersetzung auch mit den Studierenden, etablierte Konzepte zu hinterfragen und zu sagen, trägt das heute noch, trägt das morgen noch oder braucht es eigentlich neue Ansätze? Ursprünglich ist der Kurs natürlich Teil des MSC-Programms, also des Marketing Masters hier in der HSG, aber er ist offen natürlich für alle anderen Masterstudierenden in den betriebswirtschaftlichen Programmen oder auch in juristischen Programmen. Das heißt, erfahrungsgemäß haben wir dort immer eine gute Mischung von Studierenden aus dem MSC, aber auch aus dem Banking Finance Master, aus Accounting Finance, auch von den Juristen. Und diese Heterogenität der Teilnehmer ist ein Mehrwert, weil die Perspektiven unterschiedlich sind und auch der Zugang zu den Themen unterschiedlich ist. Wir haben Case Studies dazu, auch über den ganzen Kurs. Wir haben einen Kollege von mir aus dem Institut, der auch dort im Kurs engagiert ist, Herr Allensbach, wird dort ein bisschen die versicherungsspezifischeren Themen auch behandeln. Und wir haben immer meistens einen Gast aus der Praxis. Für dieses Semester ist jetzt geplant, dass der Chief Customer Officer vom größten Pensionsfonds in Finnland, Ilmarinen, kommt und wird uns ein bisschen erzählen, wie man eigentlich einen großen, über 100 Jahre alten Konzern transformiert in eine digitale Welt hinein. Meiner Ansicht nach geht es im Kern um den Rohstoffrisiko, eigentlich das spannendste Element, was man sich im Leben vorstellen kann. Wir tauchen in die Branchen ein, die eigentlich sich mit diesem Rohstoffrisiko professionell beschäftigen und tun das eigentlich sehr radikal aus der Kundenperspektive. Wenn Ihnen diese Mischung gefällt, dann sind Sie in dem Kurs richtig.